Recht herzlich willkommen zur 125. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier in der Stadt und wollen da noch ein bisschen handeln und dann wollen wir noch weiter runtergehen und da noch ein bisschen die fehlenden Produktionseinheiten dahin bringen. So, was haben wir denn überhaupt hier? Hier ist da unten was. Hemden, 540 können wir noch zukaufen sogar. Noch drei dabei und hier können wir was verkaufen. Sogar alles, krass. 144, wir haben das mal für 145 gekauft. Gehen auch noch 9 dazu. Und hier... Ja, lohnt jetzt... Haben wir mal für 40 gekauft, ne? Bringt's ja gar nicht dann. Na, dann nehmen wir sie wieder mit. So, die produzieren das, haben wir schon gekauft, das haben wir schon gekauft. Haben sie hier Honig? Okay, der geht noch ein bisschen höher. Da ist irgendwo Sabbat, bei 30 Stück. Und hier unten haben sie Fleisch, das ist aber teuer, genauso wie der Sprung. Bringt's nicht, dann gehen wir hier hin. Ist jetzt unser Händler überfallen worden, oder was? Naja, wir werden sehen. Oder auch nicht. Die 30 sind auf jeden Fall noch da und hier kann man sogar noch mehr kaufen, obwohl das lohnt nicht. Ja, ich glaube, die Stadt ist ja auch ein bisschen komisch, weil wie man sieht, der Preis springt sofort unter die Decke, ne? Das lohnt nicht. Hemden würden noch gehen. Ah, hier ist irgendwas ist hier faul. Ja. 54, wir haben es für 37 gekauft. Da können wir einen verkaufen, machen wir mal. Hier ist 68, das rutscht sofort bei einem schon auf 40. Also war es das auch hier. Weg. Gehen wir nach Aleppo und dann hier unten hin. Nee, Aleppo war das nicht, oder? Ankara, okay. Dann schauen wir mal da noch rein, was da los ist. Die haben vielleicht auch Top-Preise. Hier, die 4 können wir gleich ganz die können wir kaufen. Könnten wir kaufen. Das lohnt nicht. Für 120 geht auch gleich hoch. Hier können wir was verkaufen. Alle 8 Hemden, okay. Und hier können wir sogar noch zukaufen, aber der Preis steigt sofort, bringt es also nicht. Hier 180. Macht auch keinen Sinn, aber Wolle geht. Wolle. Der Wein ist teuer. Den Rest wollen die nicht. Gut, dann fahren wir weiter hier in unsere Stadt und schauen, was wir da noch machen können. Hier haben wir jetzt Rohstoffe fehlen. So. Die haben einen Haufen Prunk. Guck dir das mal an, ey. Für 22 gekauft. Also 22 Einheiten gekauft. Brot 180. 20 Einheiten. Bier 140. Geht auch. Noch 20. Da können wir was verkaufen. Sogar alles, sehr schön. Hemden sind teuer, naja. Teuer. Lohnt nicht. Da geht was. Keramik. 35 weg und die Wolle geht auch. Haben wir nicht. Da geht was. Zähne und hier. Ja. Ein bisschen was geht. Vierer, passt. So, dann ist das auch erledigt. Gehen wir hier in Antalya. Schauen da nochmal rein, was die noch so haben. Da kommt unser Händler schon. Ja. Da können wir bestimmt den Trunk verkaufen, ne? Komplett für viel Geld. Das ist cool. Das Brot geht auch weg. Das Bier geht auch weg. Komplett sogar, sehr schön.
Keramik, aber die geht dann sofort runter, das bringt also nichts. Jetzt habe ich einen verkauft, aber auch egal. Lohnt nicht. Lohnt auch nicht. Gut. Wein kann man hier definitiv zukaufen. 24. Kohle ist auch günstig. Sonst haben sie hier noch Getreide, kostet aber 40. Nee, dann würde ich jetzt da erstmal so lassen. Wie viel Geld haben wir denn? 1,3 Millionen. Dann nach hier. Und diese Truppen sehe ich gerade, die können wir mal hochschicken. In unser Städtchen hier. Ne? Und die auch. Wird nicht lang dauern. Okay, die sind natürlich jetzt unten aufgehalten worden. Die sind aber vorbei, okay. Den Bahnhof hätten wir vielleicht mitnehmen sollen, ne? Machen wir einen Reiter hier nochmal zum Aufsammeln der Bahnhof. So, und jetzt. Nee. Nee, nicht aufsitzen. Ihr bleibt schön hier oben. So, abgewählt. So, jetzt hier. Das ist der falsche Händler. Das ist der richtige, ne? Ja, Fälle für 110. Ne, doch, 55 ist billig. 60 ist schon niedrig eigentlich. Okay, da haben wir schon den Wagen voll. Ja. Na, gehen wir da hoch. Rattenplage haben die da, okay. Prunk. Geht nicht. Achso, wir haben Wagen voll. Wir müssen erstmal was loswerden. Ja, Obst. Warum kriegen wir komplett mit, ne? Aber dann ist auch schon teuer. Dann nehmen wir nur 6 mit. Honig. Können wir komplett mit dem Wagen voll. Dann ist das schon erledigt. Gehen wir mal hier hin. Was sind die nochmal? Bauernaufstand, Arbeiter fehlen, okay. Ah, warte, Rohstoffe fehlen auch. Na, okay, wir gehen erst dahin und dann dahin. Das kontrollieren wir so besser. Gut, da sind ja auch noch Einheiten. Oh, da sind ganz viele Einheiten. So gut wie da. Dann schickt die mal alle da hin. Okay, unterwegs gibt's einen Kampf. Wir reiten los. Alles weg, oder? Wir reiten los. Wird nicht lang dauern. So, dann gucken wir mal, was es nicht lange dauert. Kann ja nur gut werden. Okay, dann haben wir jetzt so rum besser. Wird so, jetzt will ich die mal haben, ne? Dass die da laufen, ist ja egal. So, jetzt gucken wir mal hier rein, wie das so ist. Das sind natürlich viele Einheiten diesmal. Auf. So, gucken wir. Die Reiterei geht durch. Das war ein Speer wahrscheinlich. Das auch. Ja. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Der verteidigt die Stadt. So, 1-2 haben wir. Die bauen wir mal noch. Und da ist jetzt einer fertig. Der geht nochmal hier ein bisschen plündern. 43.000. Aufsitzen. Ist hier noch irgendwo ein Haufen? So gut wie da. Sieht nicht so aus. Manchmal ist ja hier noch was. An der Furt oder so. Nee. Da ist die Furt. Okay, dann können wir hier oben nochmal hingehen. Hier, ah ne, das ist da, das. Okay. Auf, auf! So, Benito Gobin, da läuft's. Aufsitzen! Truppe befindet sich im Kampf, jo. Auf, auf! Greift den mal an, dass das hier ein Ende nimmt, da. Ja. Auf, auf!
Und der nächste Kampf. Okay. Die Einheit kann sich mal regenerieren, so gerne, oder? Rückzug! Ist gebongt! Okay. Den einen, der da ist, den kriegen wir nicht kaputt, oder wie sehe ich das? Okay. Warum sind die jetzt da hingelaufen und nicht da? 50.000, okay, das ist einiges. Aber läuft relativ schnell runter, ne? Was ist hier los? Die bauen wir da auch noch. Nur irgendwo Leute, die wir verpasst haben oder so? Ich glaube nicht, ne? Nein, die sind alle im Kampf. So, hier. 7 gegen 7, okay. 6 gegen 6. 5, 5. Jetzt haben wir die Überhand mit 5, 4. 4, 3. 3, 2. 3, 1. 2, 1. Und ja, jetzt ist 1 gegen 1 und dann verlieren wir das Ding noch, oder? Ah, super. Einer gegen 192, aber die gehen da runter. Na, aber können wir noch mit leben, würde ich sagen, ne? Wir reiten los! Kommt die nächste Einheit. Ein Spießgesellen. Haben sich hier angeschlossen. Ja gut, jingeln die Einheiten rein. Muss das sein? Ja, muss sein. Achso, die haben hier wahrscheinlich keine Leute, ne? Das ist das Problem dann. Ja, das weiß ich wohl. Ja. Da sind wir jetzt weiter. Oh, da kommen noch 4 Einheiten dazu. Das ist nicht so gut. Machen wir! So, greift mal ordentlich an. Die würde ich wegschicken. Oder schick die mal dahin. Dann laufen die nicht so vielen über den Weg vielleicht, ne? Ist gebongt! Was? 52.000? Das war doch eben 50.000. Wieso jetzt 52? Oh. Und geht auch ganz langsam runter. Das noch dazu, ne? Ja, komm, zack. Angreifen, machen sie. Was ist jetzt passiert? Kein Angriff mehr auf die Stadt? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, das läuft richtig gut, ne? Mann. Ach, Menno. Ja. Ich will nicht so weit laufen. Hier, zack. Na, das ist egal. Kälte ist ja noch da. Sonst ist ja jetzt auch hier nichts von Bedeutung. Da ist irgendeine Pest drin oder so. Da bilden wir noch ein paar aus, damit das hier besser wird. Aber das wird überhaupt nicht weniger, ne? Das ist das Schlimme. Dann haben wir gerade zu viele Einheiten, ne? Jetzt ist er hier wieder mit zig Einheiten da, ne? Spießgesellen. Ja, was machen die? Das ist die Frage, ne? So viel gelaufen. Ja, so viel gelaufen. Jetzt kämpfen die da und nicht die Stadt, das ist auch schön. Oh, da ist noch eine Einheit. Was? So weit? Ja, so weit. So.
Ist einer draus gekommen, so statt angreifen. Gelaufe. So, jetzt läuft es ein bisschen schneller, aber immer noch 52.000. Ja. Was? So weit? Da kommt keiner. Ach, hier unten haben wir, glaube ich, noch welche gemacht, ne? Kann das sein? Ne, doch nicht. Na, dann nicht. Da bilden wir noch ein paar aus. Da hier in die Stadt rein. Oh, 51,7, ey, das geht gar nicht runter. Musst du überlegen, ob du hier unten die Bohrer machst, die die Aufgabe ist. Tja. Und so zieht sich das wieder dahin. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.